Hallo und willkommen zu einem weiteren Part unseres Let's Fail Beyblade Pixels. Ich begrüße euch. Ja, wir sind nach wie vor hier im zweiten Kapitel des vierten Traums und haben uns ja quasi die ersten Meter hier mal angesehen in diesem Level. Bisher ist nicht wirklich viel passiert, nicht viel Aufregendes, sage ich jetzt mal. Hatten wir überhaupt schon Gegner? Ja, Gegner hatten wir schon. Ja, doch, hatten wir, natürlich. Ja, und ich würde sagen, wir machen uns direkt daran, hier weiter zu spielen. Von daher, ja, eigentlich genug gelabert. Weiter geht's mit Spooky Beyblade Pixels und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, was haben wir denn hier? Gleich mal einen Gegner. Super, und so ein kleines Mistvieh. God dang it. Oh, nicht nur. Oh, oh. Ah, okay. Ja, natürlich reicht das mal wieder nicht aus. Moment. Da komme ich doch so oder so nicht hoch. Hier ist ja alles mit Eis überzogen. Oh nein, nein, nicht schon wieder so eine. Nein! Wenigstens hat sie kein Eis. Wow! Okay, ich glaube, ich muss dahin dashen. Au. What the? Come on. Herrlich. Okay. Okay, 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 okay. So, wie machen wir das jetzt hier? Wie gesagt, ich denke, ich werde hier durchdashen müssen. Yes. Ja, natürlich kann ich hier nicht speichern. Ja, spooky, komm. So, aber hier müsste ich jetzt speichern können. Yep, sehr schön. Oh no. Ja, die Dinger kommen doch sicher runter. Wie komme ich da rüber? Kann ich da rüber dashen? Wow. Ja. Okay. Wie auch immer das funktioniert hat. Ich werde mich nicht beschweren. Au. Stacheln. Stacheln. Viele, viele Stacheln. Wow, okay. Das hat beim ersten Mal besser funktioniert. Ja, komm. Oh, Jesus. Okay, ich muss beide wegkicken. Alles. Alles klar. Na! No! Ja, gosh dang it! So war das nicht geplant. Au! Holy shit. Okay. Gut, da wären wir wieder. What the hell? So war das auch beim ersten Mal. Boah. Seriously. Okay, 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 okay. Wow. Wie mache ich denn das jetzt hier am besten? Verdammte Stacheln, ey. Au. Eieieiei. Immer diese unnötige Gewalt, ich meine. Ne? Bin ich gar kein Fan von. Boah. Aber Moment mal, das. Ich kann doch dann hier eigentlich gar nicht wirklich.
Wo muss ich hier hin? Ah, seriously? Come on. Ja, okay, okay. So weit, so gut. Ja, da ist auch alles mit Eis und dergleichen. Okay. Es hat ziemlich einfach begonnen, aber mittlerweile zeigt sich hier doch boah, Leute, ehrlich, Jesus Christ, er hat doch einen Schatten. Au. Ja, egal. Völlig egal, völlig egal. Das heißt, ich müsste das ja eigentlich wirklich in einem Durchgang. Forget it. Forget it. Ja, ja, wenn es mal wieder länger dauert. Au. Vorsicht. Vorsicht. Nee. Ehrlich, Leute. Ich kann ja auch keinen Zwischenstopp machen hier auf der anderen Seite, weil eben diese Kreissäge hier noch im Weg steht. Ja. Mehr oder weniger. God dang it. Das hat sich wieder mal ein ganz, ja, gemeines Genie ausgedacht, dieses Level. Zumindest diese Passage hier. Ja, super, 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 das... Boah, aber... Ja, das könnte durchaus wieder etwas... länger dauern. Gehst du jetzt weg? Dankeschön. Na gut, das kann ich eigentlich auch schon wieder vergessen. Das ist so dermaßen nervig manchmal. Das glaubt ihr gar nicht. Wie komme ich da jetzt rüber? Ja, wenn oben diese Stacheln nicht wären, ne? Wäre das Ganze... Ja, zu einfach, natürlich. den anderen Weg kann ich aber wahrscheinlich gar nicht gehen, oder? Au, au, au! Na, könnte funktionieren, allerdings sollte ich dafür natürlich auch springen. So, versuche ich gleich nochmal. Sobald diese Säge hier weg ist. Nope. I don't think so. Aber... No, 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 no. Aber ich glaube, es ist trotzdem der bessere Weg. Ganz ehrlich, weil mit einem Herzabzug kann ich durchaus leben, das wäre jetzt nicht das Problem. Ah, okay, wenn man es sehr, sehr gut timet, kommt man glaube ich sogar rüber, ohne dass man Schaden nimmt. Aber gut,
timen und so, das ist einfach nicht mein Fall. Das wisst ihr mittlerweile schon. Moment mal, aber das kann doch auch nicht sein. Da ist doch... Au. Da ist doch gar kein Eis, oder? Habe ich das falsch gesehen? Moment mal. Nee, das ist auf keinen Fall Eis. Warum? Ja, da unten schon zu viert vereint. Super. Warum zum Geier? Ja, das war sehr, sehr clever. Das war richtig, richtig clever. Da muss ich mir selbst mal richtig auf die Schulter klopfen hier. Jesus Christ. God damn it. Boah! Leute, ernsthaft. Ich werde aber auch gleich mal einen Cut hier machen, oder? Das bringt ja, glaube ich, so nichts. Wenn ich hier das noch... Ja, so schon mal gar nicht. Oh. Oh Gott. Boah. Ich hasse es. Au. Oh, come on. Ja, okay. So. Nein, nicht wieder runterfallen hier. Ich glaube nicht, dass das von oben... Weil mit einem einfachen Sprung komme ich hier nicht... Ja. Mit einem einfachen komme ich hier nicht rüber. No. Ja, okay. Ja, ich werde das jetzt noch 3-4 Mal versuchen und dann werde ich hier auch mal einen Cut machen. Ich bin immer noch nicht sicher, ob unten oder oben der bessere Weg wäre. Keine Ahnung. Beides führte bisher zu keinem Erfolg. God dang it. Ja, so ist gut. Hauptsache weg von mir. So. Wie mache ich das am besten? Boah. Ja. So offenbar nicht. Wow, was war... War das ein Bug? Irgendwie sehr merkwürdig. Aber gut. Ah, damn it. Ich glaube, mir fehlt genau ein so rotes Dingens hier. Wieso habe ich da so viele Punkte bekommen vorhin? Traf ich gerade überhaupt nicht. Ja, gut. Chance vergeben, würde ich sagen. Boah, Leute, das...
Ja, wie gesagt, das könnte eine Weile dauern hier. Damit. Demnach würde ich sagen, ich mache jetzt hier mal einen Cut. Nach diesen gefüllten 100 Versuchen. Ja, wie gesagt, das Ganze nervt etwas. Oh, ja, natürlich. Gott. Welches kranke Genie lässt sich so einen Müll einfallen in Sachen Leveldesign? Ganz ehrlich. Das Spiel existiert wirklich nur, um mich zu nerven, glaube ich. Ja, super. Ja, ich glaube, wir haben jetzt oben und unten gleichermaßen Spookies verteilt. Hä? Ah ja, du! Wieso komme ich da nicht mehr? Seriously? Aha, jetzt komme ich plötzlich wieder hoch. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Wow. Nee, aus. Ich mache jetzt hier einen Cut. Nach diesem Versuch. Der ohne nicht klappen wird. Und dann, ja, keine Ahnung, muss ich mir echt was überlegen fürs nächste Mal. Ja, das muss ich mir echt nochmal ansehen. Ja, tut mir leid, liebe Leute, es war mal wieder ja, mehr Fehl als sonst was und viele, viele kleine Mäuseschrittchen in Richtung Ziel. Beziehungsweise sehr wenige eigentlich. Ja, so denn ihr wollt. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, wenn es heißt Let's Fail Beyblade Pixels. Und bis dahin wünsche ich euch wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit, macht's gut und ciao, ciao.